So, weiter geht's mit Zelda und ja, direkt rein. Wo habe ich denn vor 3 Stunden ungefähr aufgehört? Okay, vor 3,5 Stunden. Also, Schloss Hyrule obendrauf irgendwo hier. Also, aha, ich habe mit Holm geredet und ich soll irgendwie Pura Bescheid geben, dass wir Zelda gesehen haben. Genau das war los. Ich dachte, das wäre ein Fluss. Scheiße. Das sah von. Ja, okay, fairerweise, hier ist auch Wasser noch drinne. Hier war mal ein Fluss. Das sah von oben auch gerade leicht aus wie ein Fluss. Ja, hätte ich einen Gleiter, wäre das nicht passiert. Und das ist doch definitiv ein Grog. Ah, okay. Oho, du hast mich gefunden. Tschüss. Oh mein Gott. Ich meine, es war klar, dass das ein Grog ist, aber. Ich fand es interessant, dass ich den Stein so hochheben kann, der so getriggert wird. Nice. Dieser kleine Teil des Soundtracks hatte jetzt gerade ein bisschen was von dem Theme, was hier sonst spielt in Breath of the Wild. Vor allem das Ganze hier mal irgendwie bei Tageslicht zu sehen, ist auch irgendwie so eine Seltenheit, oder? Sonst war das Ganze immer hier immer dunkel. Achso, und ja, hier komme ich dann einfach nur hoch. Okay. Gut. Ne, wir haben es mittlerweile kurz nach 10. Eigentlich wollte ich heute Abend dann ja noch streamen, habe ich gesagt. Aber Säbel. Oh, hier ist mein Speer gelandet. Säbel-Echo ist verhindert. Und Flo streamt selber gerade. Und ich habe keine Lust, irgendwie dann gegen 12, kurz bevor ich aufhören will, oder um 12:30, wenn ich aufhören will, wie auch immer. Ich hätte keine Lust dann auch irgendwie noch auf einen Host oder so. Ich weiß nicht. Posts und Raids von Leuten, die man kennt. Ich weiß, das ist nett gemeint, man möchte die Leute dann supporten und so weiter, aber das wirkt immer wie Almosen so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ja, Uni, du hast da irgendwie nie wirklich Zuschauer. Hier, ich gebe dir mal meine ab. Ich weiß, das ist jetzt meine eigene Ansicht davon und das ist eigentlich gar nicht so, aber es ist halt normale Twitch- und Stream-Kultur, aber naja. Ich mag das trotzdem irgendwie nicht. Es wird umso schlimmer, wenn es irgendwelche random Personen sind. Ich mir dann denke so. Ja, danke, hi. Ich werde nie im Leben bei dir reinschauen. Wobei, bei 2, 3 Leuten habe ich sogar echt mal reingeschaut. Alle Jubeljahre. Ich guck halt selber keine Streams. Habe ich keine Zeit für. Ich streame selber und ich gucke Serien. So, da will ich Streams gucken. Halt nur Hering. Und das auch schon seit fast 2 Jahren jetzt nicht mehr. Ist auch schon fast 2 Jahre jetzt inaktiv. Der war kurz nachdem ich selber aufgehört hatte. Wegen der Ausbildung. Kurz danach war er auch weg. Was soll ich hier machen? Ja. Ah. Wait, what? Ach so. Ja, ich habe da irgendwas gesehen, oder? Oder hinter mir? Ja, da ist irgendwas. Ja. Dann ist doch bestimmt hier auch noch einer, oder? Da habe ich was gesehen. Oh Gott. Ja, du Mistvieh. Bleib stehen. So. Und dann geht mein Pfeilvorrat. Oh, du hast mich gefunden, ja. Nee, keine Ahnung. War halt irgendwie auch 2, 3 Wochen, nachdem ich dann irgendwie nicht mehr gestreamt hatte, war Hering auch irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Und bis heute ohne irgendeine Rückmeldung. Weil doch eine gab es kurz danach, dass es auf der Arbeit stressiger ist und danach war Funkstille. Kein Tweet, keine Nachricht auf Discord, gar nichts. Es gibt Leute, die sind der Meinung, dass es ein Recht ist, ohne Wort zu gehen oder aufzuhören. Ich nenne diese Person jetzt einfach mal namentlich nicht. Es mag in gewisser Weise auch prinzipiell ja richtig sein. Er ist niemandem was schuldig. Aber ist halt trotzdem ein richtiger Dick-Move, in Anführungsstrichen. Nicht mal zu sagen, dass er aufhört. Also, ja, ist halt meine Meinung jetzt. Gerade wenn man halt, keine Ahnung, 10 Jahre oder fast schon länger als 10 Jahre die Videos geguckt hat. Zwar mal mehr, mal weniger häufig, aber prinzipiell. Das ist keine kurze Zeit. Ach, naja, was soll's. Da ich jetzt eh einen anderen Job habe, habe ich eh keine Zeit mehr, nebenbei die Videos einfach so laufen zu lassen. Ach du Scheiße, diese Texture Loading, das ist ja. Uff,
Ich beschwere mich nie wieder über Genshin. Das ist halt wirklich, das ist übel. Wie hier Texturen erst geladen werden. 2 Meter vor einem. Eieiei. Ich meine, durch den Grafikstil geht es ja noch einigermaßen. Aber trotzdem, das ist übel. Eigentlich, wenn man es genau nimmt. Fast eine Frechheit für die Texturen. Ja. Mal so eine richtig schöne Nintendo-Konsole, die 1080p vielleicht schafft. Mit 60. Und zwar durchgängig, nicht nur, wenn gerade nicht viel wenig los ist. Wieso ist hier oben so ein scheiß Depot? Und wieso habe ich da hinten gerade. Also, ich habe da. Die Bretter habe ich gesehen, aber nicht das, was da drauf steht. Okay. War hier echt mal Wasser? Beim Schloss hier oben? Ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt mal wieder im Ernst. Dieses Wasser da. Wo zum Teufel ist das hin? Es müsste da runterlaufen. Oder verdampft das einfach nur, weil das da irgendwie aus irgendwelchen Gründen sauwarm ist. Aber ansonsten? Ah. Aber andere Frage. Irgendwie ist hier halt nichts. Kann das sein? Kann das sein, dass man echt hier ein bisschen in der Welt noch Sachen aufbauen kann und nach neue Sachen hier freischaltet, die man dann machen kann? Weil warum sollte ich sonst hier oben ein Dingens bekommen? Boah, komme ich irgendwie da hoch? Auf einfachem Wege? Wahrscheinlich nicht. Überleg gerade, kann ich damit irgendwas anfangen hier? In den Holzbrettern. Ich meine, theoretisch kann. Oh mein Gott, man kann sich theoretisch später hier einen Weg hoch. Also hier runterfahren. Eine Art Rennen oder so. Das kann ich mir vorstellen. Ich gehe jetzt auch mal direkt davon aus, dass hier nicht viel sein wird, oder? Um Schloss Hyrule herum. Wenn doch. Ja. Bullshit. Ich habe zumindest keinen Bock, ohne Gleiter hier rumzudödeln. Aha. Ein kleiner. Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Aber es ist ein Elektromagier. Warte mal. Gegen Eis hilft Feuer. Gegen Feuer hilft Eis. Was hilft denn gegen Elektro? Bop, bop, bop. Am häufigsten verwendet. Leiter. Ja gut, Eis habe ich ja kaum benutzt. Versuchen wir mal mit Eis. Oder war beides gegen den effektiv? Ja, ich meine, schön, dass der es irgendwie hinten ankommt bei ihm. Mehr oder weniger. Kommst du zu mir rüber oder? Wie machen wir das? Fängt das eigentlich da wieder zu tanzen oder was? Nicht dein Ernst jetzt, oder? Mein Bogen ist kacke. Ich will nicht mit dem Bogen gegen dich kämpfen. Nice. Aber das brauche ich gar nicht versuchen, auf dich zu snipen. Das wird nichts. Nichts auf Dauer zumindest. Jetzt übrigens fast schon gesagt, ich würde gerne von hier aus mit so einem Gleiter runterfliegen wollen. Also mit so einem Sonau-Gleiter, aber irgendwie? Weil wir spielen schon wieder 10 Minuten und was habe ich gemacht? Ich habe einen Krog gefunden und bin. Ne, 2 Krogs gefunden und bin von da hier rüber gelaufen. Alter, das ist so übel. Und natürlich ist oben Krog. Ich wusste es. War so klar. Es war so fucking klar. Oh, du hast mich gefunden. Aber fairerweise, in Genshin wäre jetzt hier gar nichts wahrscheinlich. Das ist blöd. Ich will da nicht einfach so runterspringen. Aua. Scheiße. Aber ich muss jetzt hier runterspringen. Sonst komme ich da nicht zu den Düten. Komm, irgendeinen Fisch essen. Ja, gespannt, ob ich da einigermaßen.
Alter, da sind Felsen runtergebrochen. Mein Secret Radar schlägt aus. Au. Soldatenschwert. Ah, das ist so ein Billo-Schwert. Wenn hier oben komme ich dann da unten noch hin. Okay, gut. Und ich will das Überraschungsmoment auf meiner Seite haben. Oh mein Gott, kann ich echt hier drinnen rumrennen jetzt? Speisezimmer. Ja, ich erinnere mich so leicht. Ist hier irgendwas? Nö, nicht wirklich, oder? Nö. Okay, dann nach unten. Zack. Ja, ich will ein Segel haben endlich. Aber gut, ich bin nicht der Einzige, der das Segel irgendwie vermisst bisher. Jeder läuft gleich wieder oben. Aufsteigen bitte, danke. Komm, gib mir was Gutes. Und Datenschild. Nice. Diese Art Schild war Standardausrüstung der Schlosswache von Hyrule. Da das Innere aus Holz besteht, wiegt er nicht viel. Doch in der Nähe von Feuer sollte man auf der Hut sein. Ich brauche den halt noch zum Abbauen. Dann du auf dem Boden bitte. Oh, meine Falle steckt noch hier drinnen. Nice. So, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ich jetzt hier runterspringe. Wie tot bin ich danach? Ich würde gerne von hier aus anvisieren. Wenn ich dich von da aus runterhaue, dann landest du ganz unten. Da habe ich keine Lust drauf. One-shotted? Wieso ist Game Over eigentlich jetzt gelb? Weil ich durch Elektro gestorben bin oder was? Erneut versuchen. Wo spawne ich jetzt? Nur so aus Interesse. Das macht 3 Game Over mittlerweile. 2 selbstverschuldet. Ja, ist klar. Natürlich spawnst du jetzt hier oben mit mir. Worst possible respawn point. Unlocked. Erneut versuchen. Moment. Das ist jetzt blöd. Ich kann abhauen, aber ich will nicht abhauen. Ich will den Stab haben. Einfach nur so. So. Wenn du da unten bleibst. Kannst mich ja sowieso nicht treffen hier oben, oder? Kannst nicht höher gehen. Wie jetzt? Bist du unsichtbar? Ih, du kannst ja doch nach oben gehen. Igitt? Die Frage ist halt, überlebe ich mit 4 Herzen? Runter. Come on. Ich überlebe gerade so irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich nicht instant sterben darf dann. Das sind vor allem 3 Kugeln. Das ist schon einer der größeren, glaube ich, oder? Das ist neu. Ach du Scheiße, was macht er? Was macht er? Ach so. Er ruft ein Gewitter. Okay. Erstmal andere Waffe. Ach so. Okay, gut.
Ja, dann haben wir es auch nicht gleich. Dann die Waffe. Komm, geh drauf. Okay, Sprung, das ist eine Kacke. Ist er down? Er ist down. Oh mein Gott. Kupas Stab. Kleiner Stab mit erstaunlicher magischer Kraft. In uralter Zeit soll ein Zauberer damit in Edelstein schlummernde gewaltige Kräfte geweckt haben. Ah. Kann ich auf einen scheiß Stock einen Rhodonit draufpacken, um damit zu zaubern? Oh mein Gott. Nice. Achso, hier ist nur so lange Gewitter, wie er auch lebt. Igitti. Deswegen mache ich. Ne, ich habe die gerade genutzt. Ich wollte gerade sagen. Moblin Bohrer habe ich benutzt. Der macht schon Damage. Gut. Ich hatte für einen Moment gerade gedacht, ich hätte. Oh Gott. Ich hätte mit irgendwie nur 3 Damage irgendwie angegriffen. Und deswegen so wenig Schaden gemacht. Oh ne, ne, passt schon. So, warte mal, hier war doch vorhin oben drauf Dingens, oder? Eine Kiste, die habe ich eingesammelt. Die hätte ich von ganz oben eingesammelt. Ja, doch, war so, oder? Müsste hinkommen. Oh, kein Schaden? Oder mich gerade. Hm. Aber ich habe eine Elektrowaffe, das ist schon mal gut. Ich habe jetzt die Elemente auf meiner Seite. Ich meine, ich hatte auch schon Feuer, aber... Ich hab's eingesammelt, aber ich hab's nicht angezeigt bekommen. Also die Audio-Cue war da. Verarsche. Egal. Jetzt, da kann ich... Hab ich irgendwas zum Drumherum schleudern? Na komm. Geh kaputt. Wir brauchen 3 Schläge, okay. Das ist blöd. Doop-di-doop-di-doop-di-doo. Zack. Aha, was sehe ich da unten denn? Soldatenlanze. Angriff schnell aufladen. Kann ich. Ja, komm, die ist halt schon jetzt angeschlagen. Und ich kann einfach auf. Die kann ich, keine Ahnung, was kann ich da draufpacken? Ja, dann habe ich den gleichen Damage. Mache ich das? Ich mache eher das, glaube ich, oder? Also, ich muss auch. So. Und. Verbinden. Ich muss echt andauernd auf den Controller gucken, das ist so traurig. Ich bin auch nur verwirrt wegen XY-Knopf-Gedöns. So. Ein bisschen schwächer, aber dafür, ja, keine Ahnung, passt halt. So. Allgemein bin ich irgendwie gerade ein Fan von Lanzen momentan. Ah, das ist ein Moppenbohrer. Was ist das eigentlich da oben drauf? Stein? Irgendwie sowas eine Art wie ein Stein. Hm. Ich kann schon mal den Schild hier ausrüsten. Doop die doop die doop die doop die. Nein, kein Knopf. Zack. Soldatenschwert. Angriff schneller aufgeladen werden. Ja, irgendwie. Nö. Wobei, ja, komm, dann. Ich brauche mehr Slots, definitiv. Ich muss mehr kämpfen. Achso, wenn ich die jetzt nicht mitnehme, dann bleibt die liegen. Oh. Ja, ja, Waffentasche ist voll. Leck mich. Dann halt am Boden mit einer Bockblindklinge. Und dann eine davon auf dem Boden. Und das Soldatenschwert ausrüsten. Und verbinden. Achso, in dem Fall kann man es komplett draufstecken anscheinend. Ah, oh, okay, nice.
Das sind also quasi die guten Sachen schon mal, die man kriegen kann hier. Ich will nach Schwäche sortieren, bitte. Und nicht nach Stärke. Das ist so nervig teilweise jetzt einfach. Kann ich eigentlich. Achso, ich kann ja auch schnell hin und her wechseln. Boah. Tue ich mir das jetzt. Warte mal. Kann ich hier irgendwas? Nee. Nee. Ah. Ich könnte mir jetzt einen Gleiter holen und dann darüber kommen, theoretisch. Frage ist nur, will ich das? Lohnt sich das? Da ist noch so ein Spaß. Okay, nee, gegen den will ich nicht nochmal kämpfen. Nicht jetzt. Ist da unten der eine Eingang gewesen? Hier war es eine riesige Strömung, wo ich nicht gegen ankomme, wahrscheinlich. Nicht so ohne weiteres. Kann ich eigentlich dann. Kann ich hier hoch? Warum kann ich jetzt hier nicht hoch? Ja, weil es zu hoch ist, wahrscheinlich. Ritterschwert. Erhöht Angriffskraft, wenn dir nur ein Herz und weniger bleibt. Was ist. Nee, das funktioniert so nicht. Also gibt es eine Anti-Damage Potion irgendwie oder so? Und unter den Bedingungen, wer hat dann bitte schön Bock mit einem Herz rumzurennen? Klar, geil, Angriff ist höher, aber mit jedem Treffer, wenn man kacke im Ausweichen gerade ist wie ich noch, dann ja, nö. Passe. Na komm, lass mich hier irgendwo hoch. Das geht sonst auch überall. Warum hier jetzt nicht? Naja, was soll's. Wie weit geht's da eigentlich runter? Geht so weit. Gut. Habe ich eine Speed Potion noch übrig? Ja, hatte ich, oder? 3 Minuten. Okay, fällt irgendwie kaum auf. So. Gut, hat sich das jetzt gelohnt? Wahrscheinlich nicht. Ja, da ist das. Da oben war das. Da hatte ich angefangen, glaube ich, zu gucken. Joa. Und hoch. Das war ein bisschen zu weit hinten noch. Komme ich da von hier aus hochgeklettert? Ja, komme ich. Na gut, hier wäre eh nichts. Aber, Moment, so. So theoretisch. Kannst du hier nicht aus der Tasche nehmen? Doch, kann ich. Wieso kann ich das hier nicht aus der Tasche nehmen? Ich will das aber hier aus der Tasche nehmen. Dann hier halt. So. Und hier aber, oder? Ich mich anstrenge. Ja. So. Ist halt die Frage. Komme ich da vernünftig rüber oder muss ich jetzt echt einen Antrieb nehmen? Ich brauche einen Antrieb, sonst komme ich hier nie im Leben weg. Okay, gut. Nein, nein. Ich fühle mich verarscht, aber sowas von. Bullshit. Ich muss nach oben, ich brauche neue Sachen. Definitiv brauche ich mehr Sachen von oben. Wenn ich hier unten überleben will. So. Liege ich einigermaßen richtig? Ja. Oh Gott. Ihr wollt mir jetzt gerade sagen, das reicht nicht. Ey, komm, nee, nicht euer Ernst.
So eventuell, damit ich einigermaßen vom Boden wegkomme. Ja. Kann ich dich nach vorne schieben, so ein Stück, wenn ich... Okay. Jetzt vielleicht? Mich dann vorne an die Spitze stellen? Ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Scheiße. Oh, ja, jetzt ist es ein Boot. Jetzt ist es ein Boot. Moment. Lass die Batterie auslaufen. Bitte sag mir, du sinkst nicht ein. Bitte sag mir, du sinkst nicht ein. Kannst du mir drauf stehen? Gut, was ist, wenn ich dich erstmal abmache davon? Ja? Ja, komm. Ich weiß, du kriegst das hin. Ja, ja, du wirst zu einem Boot. Du warst zum Fliegen geboren, aber du möchtest lieber schwimmen. Jetzt zu einem scheiß Boot. Wo ist jetzt mein... Da ist mein Ding. Komm. Na komm. Es ist... Ich meine, ich komme da hinten hoffentlich an, wo ich hin will. Ich will nur zu diesem Schrein da hinten. Ja. Gut. Früher oder später komme ich an. Wenn ich hoffentlich nicht zu blöd schwimme. Jo. Ich treib dann mal. Kamera. Ach, man kann gar keine Videos aufnehmen, oder was? Oh Gott. Vor allem, warte mal, scheiße. Du gehst in die falsche Richtung. Ich will dahin. Hallo? Nee, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ist irgendwo mein... Speeding? Nö. Ich muss gerade nebenbei meinen Frust im Chat auslassen. Wie jetzt? Das Ding ist gedespawnt. What? Andere Frage, kostet mir das gerade Ausdauer? Wenn ich mich einfach nur hier auf der Stelle treiben lasse? Ey, immerhin kostet das keine Ausdauer. Joa. Auf der Stelle einfach trampeln. Ich brauche keine Ausdauer, aber wenn ich selber jetzt in die Richtung schwimmen wollen würde. Ich will dahin. Lass mich zum Ufer. Nö, die wollen mich nicht zum Ufer lassen. Gut. What the? Achso, das ist ein Octorok da hinten. Ich wollte sagen, hä? Was zum Teufel schießt denn hier auf mich? Joa, Octoschnockti. Ja, wenn ich Glück habe, kann ich da hochklettern. Immer noch zu weit weg eigentlich, aber egal.
Was ist das da hinten? Achso, das sind vier Enten. Alter, unter der. Ich sehe da was unter der Brücke. Ist das denn ein Krog unter der Brücke? Bestimmt, oder? Ich hab doch noch Essen, oder? Oh, scheiße, ich bin auch so Essen mehr. Ich hab noch das Ding. Ach, das füllt auch einmal auf. Okay. Gut. Dann ist alles gut. Und ja, da ist so ein Eichelding, was man treffen kann. Mit einem Bogen. Hallo, Entchen. Dass mein Bogen, mein Bultchen irgendwie gerade abgesunken ist, gefällt mir ganz und gar nicht. Aber lass dich raten. Das Ding ist jetzt rutschig hier, weil es regnet. Lass mich hier stehen. Nein, ihr lasst mich hier nicht stehen. Ich will, dass ihr mich hier stehen lasst. So. Oh Gott. Dann habe ich den bekommen. Oh, du hast mich gefunden. Das Schlimme ist, ich habe mich vorhin noch darüber beschwert, dass ich so langsam bin. Tschüss. Das Problem ist, der ganze Busche, der jetzt hier abgegangen ist, das hätte ich auch so versucht, ohne Aufnahme. Das kann ich nicht mal auf die Aufnahme schieben. Friedhofbrücke. Frage, haben sie die ganzen Orte teilweise umbenannt? Oh mein Gott, das ist ein Moblin. Will ich das? Warte mal. Erstmal will ich den Schild. Und zweitens will ich die Fähigkeit kürzen. Geht er zurück nach oben? Nö. Okay. Warte mal kurz, ich habe doch gerade einen Elektrostab bekommen. Den nehme ich gerade echt nicht, weil ich ein Stein bin? Ich sehe mich glaube ich echt gerade nicht, weil ich ein Stein bin. Oh mein Gott, sind die dumm. Kann ich? Ich kann doch bestimmt, oder? Ich will es auch mal testen. Auf dem Boden. Ich kann. Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße. Prinzipiell kann ich. Es war eine kacke Idee anscheinend. Ich den seitlich dran festmachen müssen. Fuck. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, die kriegt man später öfter. Nope. Ain't gonna work. Oh Mann. So gut, es regnet. Das ist mein Vorteil. Da ist mein Topaz-Stab. Das hat jetzt gedauert. Das war schön viel Damage. Hier, die können wir Steine werfen. Okay. Ach, die essen sogar Wassermelonen. Interessant. Ich will einfach einen Stock haben. Moment. Ich will es mal testen, ob das geht. Ich lasse mal einmal die Bockklinge hier fallen kurz. Wenn ich jetzt den aufnehme und auch ausrüste und dann habe ich es nicht oft benutzt. Wenn ich dann theoretisch. Wo sind die denn jetzt? Hä? Da.
Rodonit hat was drin gehabt? Feuer. Es sind 110 Rubine, komm, die werde ich irgendwann wieder bekommen. Wenn ich das jetzt mache, kann ich Rodonitstock. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob der auch gleich Feuer speien kann. Wenn ich damit angreife. Moblinhorn. Ah, und deswegen Moblin-Ding. Ach so. Eins Teil einer Schädelmutation und sehr hart. An einer Waffe fest erhöht das Horn die Angriffskraft. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Soldaten, zwar ein besonders leichter Zweihänder für königliche Soldaten, der zwar zerfressen ist, aber dennoch den Ausdauerbrauch bei aufklärenden Angriffen senkt. Okay. Oh, Haltbarkeit, schnell aufladen. Notfallstärkung. Stärkung des Unanium. Ach, schön, dich gekannt zu haben. So. Und dich kombiniere ich dann direkt mit was? Was kann man dich am besten kombinieren? Zweihänder. Eigentlich ja schon mit. Na, sowas. Auf dem Boden. Kombinieren. Zack. Bockblind-Breitschwert? Okay. Interessant. Von mir aus. Gut, lass mir den mal ausgerüstet, falls gleich irgendwie ein Gegner kommt. Irgendwo. Oh, random NPC. Ach, so eine Filztante. Ramda Schatz. Den habe ich doch schon gefunden. Sissimo. Nanu, wie geht's? Wie steht's, Reisender? Ja, so ein gesunder Fußmarsch kommt wohl nie aus der Mode. Und mit Mode kenne ich mich aus. Du etwa auch. Oh Gott, das sieht schlimm aus. Suchst du vielleicht ebenfalls nach Ramda Schatz? Schatz? Hoch, wie jetzt? Oder weißt du nichts? Was sagt man denn dazu? Räuberkönig Ramda, eine wahre Legende aus früheren Zeiten, soll sich ungeheure Reichtümer zusammengerafft haben. Dabei legt er einen ungemein edlen Modegeschmack an den Tag, so heißt es. Ja, er soll die schönsten Kleider auf der Welt ganz mitgesammelt und überall hier versteckt haben. Hier in Hyrule. Wenn man so einem Gerücht auf die Spur kommt, muss man sich natürlich sofort auf die Suche machen, nicht wahr? Da gibt es für mich und alle anderen Modekenner des Landes nur eins: Ramdas Schatz finden und auf ewig glücklich sein. Nun, unser Treffen hier und heute ist sicher kein Zufall. Oh nein. Soll ich dir zur Feier dieses Anlasses verraten, woran das Schatz den Gerüchten nach verborgen werden soll? Boah, raus mit Sprache. Wusste ich's doch, dass du heiß darauf bist. Du hast ja eine Landkarte dabei, hoffe ich, oder? Mehr oder weniger. Also, meinen Infos nach ist es so. Ein kleines Stück aus Randas Schatz, das stark und mächtig macht, befindet sich irgendwo hier. Ein kleines Stück aus Randas Schatz, das aus dir einen flinken Kletterer macht, befindet sich irgendwo hier. Oh, nice, okay. Ein kleines Stück aus Randas Schatz, das selbst vor Blitzschlag schützt, scheint irgendwo hier zu ruhen. So viel habe ich wenigstens von meinem modebegeisterten Bekannten gehört, die so wie ich durch die Lande ziehen. Ich kämpfe ja nicht und klettere auch keine Berge hoch. Da hätte für mich die Ramda-Kollektion eher Sammlerwert. Wahre Recken wie dich, die mutig und verwegen durchs Land abenteuern, wären Ramda-Stücke sicher ein Segen. Ach so, da fällt mir was ein. Sag mal, kennst du eigentlich die großen Feen? Was für große Feen? Wird ganz dumm einfach mal. Die großen Feen leben über ganz Hyrule verstreut und haben die Gabe, unsere Kleidung zu segnen. Aber irgendwie seit diesem Kataklysmus haben sie sich ganz schön rar gemacht, so heißt es. Muss ich wieder den Geld geben oder was? Dabei habe ich erst kürzlich beim Stall des Waldes im Nordosten eine von ihnen gesehen. Da war doch sonst nie eine, oder? Eine unten links bei den Gerudos, eine bei den Orni, eine bei den Chica und eine bei Taburasa. Da war sonst keine. Im Nordosten eine von ihnen gesehen, ein kleines Wunder oder so. Oh, verzeih mir, du warst seit langem der Erste, mit dem ich plaudern konnte. Da habe ich ganz die Zeit vergessen. Aber jetzt mache ich mich mal wieder auf die Suche nach dem Schatz von Randa, dem Räuber. Schau und alles Gute. Okay. Danke für die Info. Ach du Scheiße, was war das für ein Lag? Mein Feuer habe ich so oder so schon. Gibt es denn auch Wasserwaffen jetzt eigentlich? Das wäre interessant. Da gammelt irgendein Shikadu drum.
Bist du so ein... Nee, du bist nicht so einer. An die Gegend erinnere ich mich auch nur so ganz leicht irgendwie. Ganz, ganz leicht. Allgemein um Schloss Hyrule rum sieht irgendwie alles leicht anders aus, kann das sein? Ist das eine goldene Eichel? Hey, ein Goldapfel. Goldapfel sind hier so Stärke 1, bla. Eineinhalb seltene Frucht, die geheimnisvoll glitzert und manchmal unter ganz normalen Äpfeln zu finden ist. Erzählst etwas für Gourmets. So süß wie dieser Apfel ist kein anderer. Gut, heißt also für eine Nebenquest aufsparen. Oder halt irgendwelchen Gerichten 30 Minuten geben. Irgendwie sowas. Muss mich beeilen. Hyrule Lustgarten. Okay. Ich finde den Esel cool irgendwie. Kado. Ah, warte mal, bist du nicht der Maler? Oder bist du der Maler oder bist du der Hühnerzüchter gewesen? Rein optisch jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher. Sag mal, was zum Fick ist da hinten bitte im Norden los? Ah, du bist Link. Ich hatte gehört, dass Prinzessin Zelda vermisst wird und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen. Aber wo ist die Prinzessin? Was? Prinzessin Zelda wird also noch immer vermisst. Da kommt mir eine Idee. Link, du solltest einmal mit Impa reden. Wir erforschen die Geoglyphen, die vor kurzem plötzlich bald erschienen sind. Impa scheint davon auszugehen, dass sie bei der Suche nach Prinzessin Zelda hilfreich sein können. Impa ist gerade in einem Heißluftballon auf Reisen. What? Sie sollte sich am neuen Stall von Marita aufhalten. Etwas nordwestlich vom inneren Hyrule. Nee, ohne Seife waschen, okay. In einem Heißluftballon ist man ziemlich schnell unterwegs. Ich muss mich beeilen, um jetzt zu ihr aufzuschließen. Also bitte entschuldige mich jetzt. Impa und die Geoglyphen. Ich krieg random mitten in der Pampa jetzt gerade eine Hauptquest? What? Okay. Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Ja, bitte bedienen Sie sich. Könnten wir jetzt ein Auto basteln, aber da vorne ist der Schrein, also I don't care. Aber mal im Ernst. Wenn ich die Karte aufmache. Hä? Bin ich echt schon so weit jetzt gerade im Norden hier? Da ist Schloss Hyrule. Da war dann direkt das. Ja, die Map ist doch bestimmt etwas geschrumpft, oder? Die wirkt nämlich gerade irgendwie kleiner als damals. Maßstabsmäßig. Okay, aber da ist halt der Wald. Hinterm Wald ist noch. Dass ich den Marker halt nicht weiterführen kann als bis da, das stört mich so ein bisschen. Da ist der komische Cube, da ist das Nekluder-Ding. Da ist Taburasa. Hier ist der komische Schädel. Weil eigentlich, das ist halt sau weit weg hier hinten. Und hier ist vor allem der ganze Kraterberg und alles. Todesberg. Kraterberg? Todesberg? Ich habe keine Ahnung mehr. Todesberg war es, glaube ich. Aber trotzdem, irgendwie wirkt ein bisschen merkwürdig. Gut. Gut. Hier war doch damals auch ein. Hier war doch definitiv auch mal einer. War nicht hier der Dungeon irgendwie der. Na, wie heißt das? Sebab-Schrein. War nicht hier der Schrein damals mal, der von Dorn umringt war irgendwie? Hier in der Gegend? Glaube ich zumindest. Und da gab es einen Erdrutsch, ja. Okay. Fine Action, wuhu. Ah. Tätscheln, ja. Mit Hilfe von bla. Überspringen. Rückwärtsgewandt. Okay. Man hätte aber auch durch die Decke hier durchgehen können, oder? Theoretisch. Stimmt. Aber schön, dass man nicht mal warten muss, dass das Ding sich aufladen muss. Ja,
Fackel. Also ich weiß, was ich machen soll mit der Fackel, aber nö. Kein Bock jetzt mein Inventar deswegen umzuräumen. Ich werde schön. Ja, einen Pfeil und Bogen nehmen. Und schön die Feuerfrucht draufpacken. Und mir da oben meine Kiste holen. Ah, stimmt, ich hätte auch dann theoretisch eine Rhodonit, hätte ich doch damals auf den Stock packen können, hätte ich direkt eine Feuerwaffe gehabt, hätte ich kein Essen nehmen müssen. Ah. Starker Konstruktbogen. Elite Konstrukt, verwendeter Bogen. Er ist nicht nur feuerfest, sondern seine robuste Bauweise ermöglicht auch kraftvollere Schüsse. Nice. Also, deswegen Zeitumkehr hier. Ah, ich würde sagen, hä? Weil ich sonst nicht gegen ankommen. Und theoretisch könnte ich hier die Fackeln nehmen und könnte dann. Ja, gut, okay. Ich könnte mit der Fackel theoretisch jetzt hier dann mir Feuer holen und dann da hinten anmachen. Oder ich nehme einen Feuerball. Oder ich nehme einen Meteorstab. Also mein eigentlicher Meteorstab, aber ja. Ein Rhodonitstab halt. Einfach so Snap mit der rechten Hand. A la Thanos. Oh Mann. Klappt das? Es ist ein Feuerball und es ist literally Marios Feuerball. Wenn man es genau nimmt. Düdüp. Achso, ich kann sogar schlagen und einfach werfen damit. Ah, okay. Ich muss nicht den Wurfbutton an sich drücken. Okay. Gut, aber mehr wollte ich nicht wissen. Dann habe ich jetzt auch einen Vollstab. Oh. Einkerbung. Ja. Ah, verstehe. Verstehe schon, was ich machen muss. Halt, nein. Jetzt aber. Jo, das ist nice. Das ist mega nice gewesen, das Rätsel. Zwar saumäßig einfach, aber nice. Hier drinne können ja nicht irgendwie Crocs sein oder so, indem ich jetzt da durch die Decke springe, oder? Ich glaube und hoffe einfach mal nicht. Ich mal gucken, ob es irgendwo irgendeinen Indiz dafür gibt, ob ich alles gefunden habe oder nicht. Falscher Knopf. Jetzt muss ich X drücken zum Spammen, zum Überspringen. Spammen zum Überspringen, so. Segenslicht, jo. Hm. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken, ja, du mich auch. Du mich auch. Theoretisch gesehen, ich müsste auch eigentlich OBS immer wieder umstellen. Wenn ich so wie jetzt ein Spiel spiele, was eh nur in 30 FPS geht, dann sollte ich auch nur in 30 FPS aufnehmen. Rein für die Videofallgröße. Fairerweise muss man da sagen. Das Spiel kommt ja maximal nur auf 30 Frames. Also eigentlich müsste ich es auch auf 30 stellen für die Videoaufnahmen und einfach die Qualität dafür hochjagen. Theoretisch. Aber, ja. Universelle Settings halt und so. Gut. Wie komme ich jetzt an die am besten ran? Diese Glutlibellen, glaube ich, sind das, oder? Es waren sehr viele und jetzt sind es noch 2, 3 Stück hier, die ich einsammeln kann. Das ist das Skyrim-Phänomen. Oh, ein Busch mit 5 Millionen Beeren, aber ich kann nur eine mitnehmen.
Fairerweise muss man aber im Nachhinein sagen, ja, da sind zwar 5 Millionen Beeren dran, aber es ist auch unrealistisch für eine Potion nur eine Beere nutzen zu müssen. Dementsprechend, klar, wenn man pro Busch irgendwie so 2, 3 Beeren bekommen könnte und dann halt daraus die Potion macht, dann okay. Ich hätte mal eine Mod, die hat dann irgendwie realistisch alle Beeren, die man an den Büschen so sieht, mehr oder weniger. Dann hat man die auch eingesammelt. Aber es hat halt das Potion Craften komplett broken-mäßig gemacht. Erstmal die Masse halt. Aber man, so konnte man halt auch zumindest mal Potion, Potions als Mittel nehmen. Zum Leveln. Andererseits fairerweise, wenn man auf Potions geht, dann levelt man halt alles andere irgendwie. Und stärkt sich dann halt über die Potion-Effekte. Das ist halt der Playstyle mit Potions. Aber ja. Ich meine, so weit ist das da vorne jetzt auch nicht weg, der da leuchtet. Just saying. Will ich da jetzt hin? Da sind Pferde. Oh. Auch noch, ja. Okay, das sieht nicht nach Maruta aus. Auch wenn es Maruta sein müsste. Achso. Kraftbekleidung. In die Richtung. Wenn ich jetzt gerade eh hier bin. Achso, euch kann ich nur. Okay. Warte, habe ich gerade einen roten Mond gehört? Ne, kann noch gar nicht wieder. Also kann schon wieder sein, aber wäre dumm. Hier habe ich eigentlich noch irgendein Schild, den ich. Ja, komm, den hier. Und Felsbrocken. Zack. Du bist mein Abbauwerkzeug, wenn der hier mal irgendwann Schrott ist. Wäre geil zu wissen. Kartentechnisch, wo ich genau hin müsste. Aber gut. Dann halt nicht. Meine Pixel sieht zwar tot und so weiter, aber es sieht trotzdem immer noch nett aus. So ist halt nicht. Überlebe ich es, da rüber zu kommen? Ist hier nicht irgendwo. War hier nicht irgendwo Holzstücke oder so? Hinten irgendwo. Verdammt. Ich brauche nicht einen Gleiter und Rivali Sturm wieder. Ach, euch gibt's doch noch. Die sind jetzt alle mutiert oder was? Reisebogen. Ach, den gibt's auch noch. Ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führen. Solange man Pfeile hat, kann man hiermit Feinde aus sicherer Entfernung bekämpfen. Bockblindknochen. Oh, 20 Damage, aber hält nur ein paar Schläge aus. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in der Tasche still, so alt, dass er schnell kaputt geht. Ja. Ergo lohnt sich nicht. Und ergo, meine Sachen treiben hier weg. Ich will meine Items. Kurz an Land, Ausdauer holen, einsammeln. Und hab's. Überleg gerade, wo ist hier die beste. Ge Treibt da hinten noch was weg? Ich hoffe nur einen Arm. Joa. Wie komme ich jetzt am ehesten rüber? Oder wo komme ich am ehesten rüber? Eigentlich hier, oder? Ja, theoretisch, das könnte gut ausgehen. Ich glaube, das ist sogar ein Horn, oder? Egal. Einem Horn schwimme ich jetzt hier nicht hinterher, wenn ich auch hier sein kann. Gut, Karte. Sogar fast in der Nähe. Ah, da ist ein Pyro-Dude. Frage. Der ist aber durch den Eisfall doch eigentlich instant kaputt, oder nicht? Sollte er zumindest.
Oh, Rubin. Blauer. Ist das dieses Leuchterz gewesen oder was ist das jetzt hier? Feuerstein. Ein Feuerstein, wo jetzt hier oder was? Leuchtstein, doch. Ein geheimnisvolles Mineral, das im Dunkeln leuchtet. Manche sagen, es beherberge die Seelen von Toten. Lassen sich besondere Gewänder daraus anfertigen. Wirklich das gleiche Gewand wie im letzten Teil? Ich meine, fairerweise muss man sagen, es ist die gleiche Welt. Nur, dass man jetzt alle Gewänder wieder einsammeln kann, weil Link sie ja loremäßig halt, weil er sich beeilt hat, definitiv, jetzt gar nicht besitzt aktuell. Weil er natürlich nur das gemacht, was er machen sollte. Kraft an Schrein getankt und so weiter und so fort. Aber ich liebe es, dass ich mit meinem scheiß Schild die Sachen kaputt machen kann. Das ist mega nice. Zack. Der Schild ist auch gleich kaputt, oder? Ja. Liegt es am Schild selber oder an den Steinen, die ich benutzt habe? Fuck. Boah. Wir waren Steine irgendwo gerade. So. Jetzt vergleich wahrscheinlich bereuen noch mal irgendwann, aber. Oder kann ich die hoch? Ich kann die nicht hochziehen. Okay. Deutschstein. Zack. Boah. Und ich glaube, ich habe die Höhle gefunden, wo der Schatz ist. Höhle am Gongol-Hügel. Achso, der Knopf war das. Zack. Und die Katze schnarcht schon wieder. Ich brauche eine richtige Abbauwaffe. Definitiv. Mir gehen nämlich gerade die Schilde aus. Höhlen, die vor allem vorher damals nie existiert. Oh, scheiße, ist die groß. Mir gehen die Waffen aus. Maxi-Trüffel, nice. Ein seltener Pilz mit kräftig herzhaften Duft. Wird er als Kochzeug verwendet, füllt das entsprechende Gericht deine Herzen auf und erwartet sie sogar zeitweilig. Mhm. Ja. Frage, kann ich das auch... Kann ich das noch irgendwie besser kaputt machen hier? Nö. Ich habe nichts, mit dem ich das eigentlich kaputt machen kann. Das Breitschwert vielleicht höchstens. Okay. Nope. Zieh ich nichts ab. Ich irgendwas hier. Ja, habe ich. Weiß aber nicht, ob mir das gefällt. Jo. Oh mein Gott, hier gibt es zwei andere Blumen. Wir wussten genau, was ich hier machen will. Gut. Ob es noch mehr Donnerblumen gibt? Ist da oben an der Wand eine? Beim Ernst. Ich kann die doch nur kaputt machen. Achso, die andere ist einfach ins Wasser gefallen anscheinend. Klammerechse. Eine Echse, die dank Saugnäpfen an den Füßen jede Wand erklettern kann. Sie lässt sich eine Medizin gewinnen, mit der man selbst auf nassen Oberflächen Halt findet. Oh mein Gott, nice. Bitte mehr von den Dingern. Bei Regen endlich nicht mehr runterrutschen. Und bei Eis geht das dann ja auch. Nice. Das
Das Ganze ruft hier irgendwie volle Kanne nach Goma gerade. Was? Oh! Oh, ein Ivarok! Öl am Gongolhügel. Ja, oh shit. Aber der hat nur Leuchtsteine. Immerhin die Musik ist gleich geblieben, das gefällt mir schon mal. Ja, ja, mach du mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich brauche Donnerblumen. Definitiv brauche ich Donnerblumen. Da ist noch eine. Ist er jetzt gerade gespawnt? Ne, ist er nicht. Irgendwie die Leuchtdinger irgendwas? Nö, eigentlich so dunkel ist es hier nicht. Die Musik hätte ruhig anbleiben können gerade eben. Okay. Sehe ein Problem. Das Problem nennt sich Ivarok. Scheiße. Hat er mich gerade geone-shottet? Er hat mich geone-shottet. Okay. Das macht 5 Tode. Erneut versuchen. Er hat mich echt geone-shottet. Ich glaube das jetzt ja nicht. Wie jetzt? Den habe ich noch nicht kaputt gemacht. Oh, das heißt, die habe ich auch noch nicht eingesammelt. Oh, leck mich. Sowas nervt mich. Oh, ein einzelner Rubin. Sein grünes Glitzern bringt ein Lächeln auf dein Gesicht. Ja. Wie, die sind weg. Hab ich die doch schon eingesammelt? Nö. Jetzt sind die da nicht und ich habe die auch nicht eingesammelt. Na klasse. Gut. Ivarok. Spawn einfach mal ganz kurz. Ich nehme mal kurz die Waffe dafür. Muss nur überlegen, von wo er sich aufbaut. Okay. Na komm, nimm Damage. Einigermaßen zumindest. Nimm kaum Damage. Oh Gott. Ja, scheiße. Apfel. Okay. Ja, okay. So kann ich auch erstmal arbeiten. Scheiße, ich meine, er killt mich so oder so One-Shot. Von daher. Oh Gott. Ich hatte jetzt gerade leicht Angst für den Moment. Ja, ja, duck dich runter. Wie, das macht keinen Schaden. Könntest du? Fuck, das war mein letztes. Ich hab ein Problem. Scheiße. Wie? Irgendwie so? Aha. Wie siehst du mich überhaupt? Ich hab keine Ausdauer mehr, scheiße. Wehe, die sind nichts wert in diesem Spiel, die Leuchtsteine. Könntest du mich ganz kurz? Seh nichts, seh nichts, seh nichts. Nein, das überlebe ich nicht. Sechs Tode. Ich muss mir langsam einen Counter einbauen. Es geht sogar mit dem Stream Deck theoretisch. Ah.
Sind meine. Okay, ich habe immer noch Donnerblumen. Ich krieg den jetzt hin. Das sehe ich nicht ein, dass ich jetzt den nicht hinbekomme. Ach so, lass mich raten. Ne, doch, die sind doch noch da. Okay. Ich bin One-Shot, egal was ich mache. Check. Kann ich mir hier irgendwie eine Art Festung bauen? Ich glaube nicht. Oder? Ich meine, ich brauche die Donnerblumen, damit ich ihn runterhole. Theoretisch. Ja, oder ich baue damit ab. Na komm, take this. Achso, er verwandelt sich wieder. Mayui-Signum. Speichervorgang. Okay, jetzt hat er hier gequicksaved. Das ist gut. Ich meine, ich könnte auch selber jetzt speichern, aber... Ja, Riesenleuchtsamen, nice. Leuchtepilz. Hopp. Bringt mir die Defense Potion was, wenn ich mir die craften sollte? Eigentlich nicht so wirklich, oder? Also ich kann so ein bisschen was bringen, aber... Grüner Rubin. Jo. Aber jetzt auch nicht so viel eigentlich. Oder? Kann es sein, dass der Ibrok sonst auf der Oberfläche hier war und jetzt durch Höhlen halt in den Untergrund verschoben worden ist? Theoretisch. Speichern. Speichern. So. Okay, machen wir schon mal so. Ich will... Wie lange habe ich eigentlich Zeit, das zu machen? Nee, ich will direkt den Stein treffen. Dann halt die Hand. Dann halt die Hand. So. Du. Gut. Dann machen, was ich will, denn ich bin so oder so One-Shot. Okay, das bringt rein gar nichts. Kann ich ihm seine scheiß Beinchen nicht wegschlagen? Hier, komm runter. Kann sein Händen hochlaufen? Nee, kann ich nicht. Aber an seinem Rücken. Oh Gott. Verdammt! Take this. Komm runter. Ja. Lass mich hier rauf und lass mich drehen. Ja, komm. So, einen habe ich noch. Komm. Komm runter, lass mich. Ja. Komm, das ist dein Gnadenstoß eigentlich. Oh, bitte halt aus. Oh, scheiße. Oh Gott, ich hab's. Das wäre nicht so dramatisch wäre, wenn ich nicht immer One-Shot gewesen wäre. So, Opal ist keine Ahnung was wert. Bernstein. Oh nice, Bernstein ist mal 30 wert. 90, 120, 150, 180. Was zum Fick ist das? Leuchtender Ewok Steinherz. Was mache ich jetzt damit? Hab ne Idee. Wahrscheinlich mit irgendwas verbinden und ich verbinde es mal hiermit. Die These rückgängig.
So. Plus 21 Angriff? Auf welche scheiß Waffe hätte ich denn das bitte einsetzen sollen? Plus 21 Angriff. Okay, das ist schon mal an sich geil, aber ich hätte jetzt auch gerne das Ding auf eine Waffe gehabt, aber... Okay. Oh, ich leuchte jetzt dadurch. Nice. So. Jetzt habe ich nur ein Problem. Wie komme ich an das Leuchterz an den Wänden oben ran? Ich habe keine Bombenpfeile mehr. Ich habe die Bomben, die hier waren, habe ich für Ivarok gebraucht. Fuck. Die sind zu schnell weg. Aber ich kann sie auch eigentlich mittlerweile erschießen, oder nicht? Ja, Klammer-Echse, halt eine jetzt nur statt zwei. Egal. Okay. Es ist so traurig, dass ich jetzt das Ding darauf gepackt habe, aber... Was soll's. Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Dein leuchtender Ivarok-Schild zerbricht gleich. Are you fucking serious? Ja, komm. Scheiß drauf. Gut, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Mit welcher scheiß Waffe? Kann ich mit Bernsteinwaffen die kaputt machen? Nope. Mit dem Drop Attack. Ja, wenn ich in die richtige Richtung droppe, dann bestimmt. Und wenn ich nicht die Luft treffe, vielleicht. Jo. Ja, das wird nichts. Alpha-Jüte-Klinge. Ja, nö. Bullshit. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich hier einen geilen Leuchtstein-Loot-Ort. Habe einen Ivarok-Platt gemacht. Aber bringt mir halt nichts. Cool. Ja, dann halt noch die Extra mitnehmen. So. Reiselanze. Hätte ich... Oh, warte mal, meine Reiselanze. Ne, Reiselanze und Stein. Ja komm, was soll's. Könnte einigermaßen funktionieren. Wäre vielleicht besser gewesen mit dem Leuchtesteinchen. Das hätte vielleicht sogar besser funktioniert zum Abbauen. Als mit dem Schild. Ich meine, es funktioniert zumindest. Von daher. Gut, nice. Oh. Jetzt ist nichts drin. Der ganze Loot war einfach. Bullshit. Haut doch nicht so viel Erz an die Wand, wenn da eh nichts drin ist. Steinsalz, nice. Hält das Ding wohl eigentlich aus. Und es hat nie gespeichert, dass ich die Dinger gemacht habe. Jetzt war gespeichert, dass ich davor stand, aber nicht, dass ich die Kugel geschossen habe. Ja, komm. So. Ich will das Bombenmodul wieder haben. Ich dachte schon, das Abbauen in Genshin wäre kacke. Na gut, ich habe jetzt auch keine Sachen dabei, die ich davon brauchen kann. Habe ich irgendeine lange Waffe, die ich
Ja, die Alpha-Giga-Lanze könnte ich mit dem Stein noch machen. Will ich aber nicht. Kann ich mit dem Stein selber die Sachen kaputt machen? Nö, wahrscheinlich auch nicht. Und zum Schießen habe ich auch nichts mehr eigentlich. Wobei. Nee. Nee, nicht wirklich. Kann es ja mit einem Dingens versuchen, mit einem. Na, wie heißt das jetzt? Roten Schleim. Bezweifle ich aber. Ja. Es war denen nicht genug Explosion. Cool. Musst du trotzdem mal am Eingang gleich. Ich dachte aber, hier drinnen wäre die Dingens gewesen, der Schatz. Ah, da ist noch einer an der Decke. Ist der gerade gespawnt oder ist der gerade einfach nur eingeblendet worden, nachdem ich den ersten hatte? What the fuck? Okay. Achso, jetzt auf der Karte sehe ich auch den Dingens, ist klar. Okay, nice, dass du genau mir entgegenkommst. Genau hier soll was sein. Erstmal Karte. Warte. Suche nach Zelda. Tina-Konstrukt. Vergessene Himmelsinsel. Bada, bitte finde mich. Ja. Impfer und die Glyphen. Kakado. Ja, ja, Zelda bleibt verraten. Präsent durch Suchtrupp. Kehre zum Spätposten. Ja. Nebenaufgaben. Tagesmenü. Will ich aber gar nicht. Ich will eigentlich Karte. Stempelmarkierung. Ich will Erze. Genau. Ja. So, Erze. Läuft Erz. Ja, und irgendwo hier soll jetzt das Gewand sein? Genau hier oben drüber. Hä? Hier? Leuchtstein. Achso, immer nach. Ah, aber tags ist ja dunkel. Achso, ich kann die Lanze auch nutzen. Kann ich das kaputt machen? Bin mir nicht sicher. Nö, ich glaub nicht. Kraftbike-Bekleidung. Aber wo? Hä? Im Himmel? Nö. Ich will die Kraftbekleidung haben. Gib sie mir. Ich bin da, wo das Kreuz ist. Oder war damit das Herz gemeint von dem Boss? Nee, oder? Oh, komisches Flugvieh. Ah, hier ist ein Schädel. Hier drinnen vielleicht irgendwo. Ja, komm. Es waren 2 Meter daneben, aber egal. Soldaten, 2 Händer. Ich meine, mit dem kann ich zumindest, wenn ich einen Stein dran packe, wieder Sachen kaputt machen gehen unten. Theoretisch. Kann das sein, dass diese Schädel hier mal ursprünglich sogar benutzt waren von Gegnern? Im letzten Teil? Das könnte sein, oder? Hm. Felsbrocken. Mit dem bitte. Ja. Und ich habe nur noch den Schild. Verdammt. Hör jetzt einmal zu. Doch, die kann man kaputt machen. Okay. Klingt noch nicht viel. Ja.
So. Ich sehe jetzt noch so nicht ganz, wo hier jetzt die Kraftbekleidung ist. Aber sie wird irgendwo hier sein müssen. Müssen die Dinger nachgespawnt. Frage ist nur, wo genau soll ich jetzt das Ding finden? An der Wand? Maybe? Nice Nopal. Ich würde davon ausgehen, dass das hier irgendwo was sein müsste, oder nicht? Das ist irgendwie traurig gerade. Na komm. War hier nicht gerade noch einer? Was war das? Ja, irgendwie. Irgendwie kacke. Hier ist halt nichts. Wahrscheinlich ist das echt da oben jetzt, wo ich habe keinen Pfeil mehr dafür. Das wäre so typisch. Und hier ist halt auch kein Teleport, das heißt, ich komme hier auch nicht so schnell wieder hin. Nee, das will ich nicht. Das. Kann ich dich nehmen? Und einfach da oben gegenschlagen? Geh kaputt. Theoretisch muss das sogar eigentlich funktionieren, oder nicht? Nee. Ich krieg den auch nicht so hochgeworfen, oder? Wenn noch wenigstens irgendwo eine Donnerblume wäre. Eine. Eine Kack-Donnerblume, komm. Irgendwo. Aber ich sehe nichts. Da waren schon wieder Funken. Warum waren da Funken? Ja, 5 Rubine, die bringen mir nichts. Ah. Kann ich einen Stein mit einem Pfeil verbinden? Ganz blöd gefragt. Oh mein Gott, das hat funktioniert, das Werfen. Oh mein Gott. Und da ist echt ein Weg hinter. ich glaube, da komme ich immer noch nicht ganz durch. So nochmal. Okay. Ja, jetzt könnte ich eventuell durchkommen. Ich will meine Kraftbeinbekleidung. Gib sie mir. Ich meine, ich will eigentlich das Oni-Set, was den gleichen Effekt haben sollte normalerweise, aber trotzdem. Ist das nicht eher ein Chica-Schrein? Ja klar, und jetzt sind hier Bomben. Ist klar. Hätte ich mal erst gucken sollen, oder was? Wer macht erst... den Loot, wer holt erst den Loot und macht dann den Boss? Also ich prinzipiell, aber nicht hier. Doch nicht, wenn es nur ein Edorok ist, der einen one-shottet, aber egal. So. Öffnen. Barbaren-Outfit oder was? Barbarenkleider, Tatsache. Angriffskraft plus Kleidung eines Kriegerstammes, der einmal in Firone gelebt haben soll. Die Verzierung steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers. War nicht das Originalteil auch mal irgendwie hier in der Nähe sogar? Ha.
Ja, ausrüsten. Ist es das gleiche Set wie vorher auch? Oder ist es leicht angepasst? Aber gut. Wie viel mehr Damage macht das jetzt eigentlich? 10%, glaube ich, oder? Kann das sein? Warte. Ich hätte vorher 8 Damage, glaube ich, oder? Oder nicht? Nee, immer noch 14. Also man sieht es nicht anhand der Damage-Zahlen anscheinend. Also echt irgendwie so ein Pseudo-Wert. Also Angriffskraft 3 macht 1,5%. Also wahrscheinlich 1,1, 1,3, 1,5. Irgendwie sowas in den Dreh. Nein, ich will noch mal hoch. Es bringt mir wahrscheinlich rein gar nichts jetzt gerade, aber ich will trotzdem die Dinger haben. Geht mir ums Prinzip. Ja. So. Weh, die Dinger sind nichts wert. Aber gut, dann werde ich in Gerudo-Stadt wahrscheinlich nur in dem Laden wieder die Rüstung davon kaufen können. Gut. Also hier ist ein Ivarok-Boss. Da unten war noch so ein Schädel, wo ich rein wollte draußen, aber ich würde mich auch nicht auf jetzt wegporten wollen hier. Beziehungsweise wir haben schon wieder. Haben schon wieder 10 vor 12. Komm, ich glaube, ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut direkt. Und dann habe ich jetzt nur eine Stunde ungefähr, die ich nochmal spielen kann. Wieder bis kurz vor 1. Und dann, ja, mache ich dann wieder einen Genshin-Kram, falls da was anfällt, obwohl ich das eigentlich fertig habe. Und dann gehe ich ins Bett. Und dann morgen früh wieder weiter. Ist das ein Plan? Ist ein Plan. Ist okay, dann ciao und bis dann.